Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu RuneScape Questlog Hype. Heute werden wir uns Schatzsuche im Schnee ansehen und das Schwert des Ritters. Dafür reden wir aber zuerst mit Jack, den wir vorstellen. Wir machen Schatzsuche im Schnee zuallererst. Unglaublich, sehen Sie sich nur an, was Vorarbeiter Georg und seine Leute geschafft haben. Dieses Haus ist perfekt. Ich brauche nur noch einen Teppich und vielleicht ein bisschen Deko und all die Monate, in denen ich in den Ruinen meines Hauses geschlafen habe, werden vergessen sein. Ja. Haben Sie noch Fragen zur Aufgabenliste? Sonst kenne ich auch noch ein Abenteuer, das Sie interessieren könnte. Sie wählten ein Abenteuer? Ja, das habe ich. Sie sind also interessiert. Man erkennt gleich, dass Sie ein geborener Forscher sind. Da war das Feuer in ihren Augen, genau wie ich als Jungspund. Und die Musik irritiert mich gerade voll, wenn die so abkackt. Ah, Verzeihung. Ich war auch begierig darauf, Unbekanntes zu entdecken. Und mich neuen Herausforderungen zu stellen. Werden Sie mich auf ein Abenteuer schicken? Ein Abenteuer? Natürlich! Wie wäre es mit einer Suche nach unermesslichen Schätzen? Das müsste doch genau das Richtige für Sie sein. Ja, meinen Sie? Ja, natürlich, ich habe da was für Sie. Neulich kam ein Schneeball zu mir hereingeschneit. Als Erforscher bin ich von Natur aus neugierig und interessiere mich für fremde Länder. Daher frage ich die Geschichte aus seiner Heimat. Und dann? Es war unglaublich, er berichtete mir, dass in den eisigen Höhlen des Schneelandes unermessliche Schätze und verborgenes Wissen stecken, die versteckt liegt. Des Weiteren erzählte er mir von dunklen, glatten Steinen, die von furchterregenden Kreaturen beschützt werden. Diese Steine sind angeblich sehr kostbar und würden die Sammlung jedes Erforschers bereichern. Also, mein Freund, was sagen Sie dazu? Holen Sie mir diese Steine? Wir brauchen nichts, dafür bekommen wir 2 EP-Lampen und die Möglichkeit, verborgenes Wissen zu entdecken. Oho, machen wir natürlich. Famos, haben Sie irgendwelche Fragen? Wie komme ich ins Schneeland? Na, das ist aber wirklich eine gute Frage. Ich kann einen Bekannten, der jetzt im Turm der Magier wohnt. Er heißt Isidor. Bringen Sie dorthin, wenn Sie ihm die Zauberformel sagen. Aber Sie müssen ihn jedes Mal wieder daran erinnern. Der arme Kerl hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag mit Magie experimentiert. Und wie lautet die Zauberformel? Ectosum Glisento. Ja, das schreibe ich mir vielleicht auf. Habe ich hier was zum Schreiben? Ah! Darauf war ich nicht vorbereitet. Unter solchen Umständen kann ich nicht arbeiten. Dann kann ich sehr wohl. Wartet. Ich hatte hier irgendwo mal einen Stift. Ja, erst mit dem Chaos zurechtfinden. Ey Gottes. Nicht wegschalten. Ah. Moment. Stift. Oh Gott, mein Schreibzeug ist runtergefallen. Also mein Blatt Papier. Das Brot. Nein, wartet. Ein Stift. Oh Gott, ich habe hier doch irgendwann gesehen. Ah. Ich finde keinen Stift. Ach, wisst ihr was? Das merken wir uns. Mal sehen. Ectosum Glisento. Okay. Ectosum Glisento. Ectosum Glisento, genau. Ectosum Glisento, merken wir. Okay, I got this. Ectosum Glisento. Ach, hier war übrigens ein Götterkrieg. Sehr lustig. Habe ich nichts von mitbekommen. Ectosum Glisento. Alles klar, Leute. Ectosum Glisento. We got this. Bam. Oh, ich hab. Ich renne zu viel. Okay. Ectosum Glisento. Alles klar. Ectosum Glisento. Die Abenteuerin von dieser Magierin hier können. Also, das Abenteuer von dieser Magierin hier können wir übrigens auch machen. Aber. Ectosum Glisento. Genau, so war das. Aber. Das ist ein Abenteuer, das ich noch gar nicht kenne und deshalb würde ich das mir gerne bis zum Schluss aufheben. Ectosum Glisento. War das der Typ? Nein. Hier irgendwer. Ectosum Glisento, Geist. Ectosum Glisento. Magirin Ilona? Nee.
Ektosum Gilisendo, Ektosum Gilisendo, der Ektosum Gilisendo. Ey, ich glaube, das war der Typ, oder? Hallo, hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin mit Jack befreundet und muss teleportiert werden. Die Formel hatte Ektosum Gilisendo. Alter, da hat sie sich einfach selbst gemerkt, Mann. Und ich mache mir hier voll den Stress. Na schön, los geht's. Lol, Ektosum Gilisendo. Ach, fick dich doch mit deinem Scheiß. Was zum Teufel? Ach ja, Schneebold. Klar, dass es hier Schnee geben wird. Also, Leute. Erinnert ihr, habt ihr schon mal, ihr habt bestimmt schon mal Pokémon gespielt. Ihr erinnert euch möglicherweise, hey, damals im Pokémon, dieser Eisrätsel. Die waren noch ganz cool. Das ist das gesamte Abenteuer, die Pokémon-Eisrätsel, guys. Nur, dass wir halt auch schräg schlittern können. Aber, das ist etwas behindert zu steuern. Deshalb, ach, ihr werdet selbst sehen. Wir wollen in diesen geilen Höhleneingang reingehen. Bam, bam. Mal sehen. Ektosum Gilisendo. Hey, die Musik passt ja ab und zu mal zur Location. Wow. So, wir wollen so hin. Ja, wir müssen jetzt hier Pokémon, Eis-Pokémon-Rätsel durchrätseln. Jetzt wo ich, glaube ich, so schräg. Ja, genau. Ein Gott, das seht ihr, dieses Schräg-Schlittern ist super wichtig. Vor allem später. Aber, das ist halt etwas behindert zu steuern. Oh, ich mag die Musik, die ist cool. Direkt abonnieren. Damit ihr nichts mehr verpassen könnt. Wo habe ich das jetzt her? Ach ja, jeder andere YouTuber auf der Welt. Okay. wir wollen dahin, meine ich. Dann dahin. Und dann dahin. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht durchkommen. Durch die geile Wand. Hühlmythologie. Okay, merke ich mir, der Song ist ganz cool. Entfernwand. Oh, 2000 DP in Handwerk, cool. Hey, ein Typ, der sitzt rum und macht Kram. Du lernst uralte handwerkliche Fähigkeiten. Cool. Das ist sehr, sehr cool. Und die zwei. Oh, okay, ich wollte schon sagen. Die 2000 EP haben nicht gereicht für ein Level Up. Aber haben sie sehr wohl. Okay, cool. Gut zu wissen. Ich meine, hier ist auch irgendwie. Oh, die Musik ist echt schön. Ich meine, hier ist auch irgendwie. Na, wie heißt das? So ein. So, für Holzfällerei, so ein Teil. Und da braucht man Level 80 in Holzfällerei, glaube ich. Holzfällerei, ihr wisst schon. Wie heißt denn das Skill? Holzfällerei, oder? Ganz simpel und locker, Decker. Ja, Holzfällerei, tatsächlich. Wow. Ich dachte schon, mein Spiel ist gefreezt. Wieso blieb ich jetzt dort stehen? Naja, das macht doch gar keinen Sinn. Da war doch nichts, was mich aufgehalten hat. Ach, egal. Einfach weiter. Da seht ihr, wie sehr ich aufpasse. Die Rätsel sind halt echt nicht so schwer, aber sie werden deutlich an Schwierigkeit zunehmen. Und vor allem, wenn man früher nicht gewusst hat, dass man so seitlich schlittern kann, war das echt ganz schön hart. Naja, für mich jedenfalls. Dieses Abenteuer war mal früher ein Weihnachtsevent. Das weiß ich sogar noch. Wir wollen, glaube ich, hier hin. Dann hier hin. Ja, amazing, simply amazing, Roxas. Und dann können wir hier weiter. Okay, alles klar. Dun. Ja, das scheint mir auch nicht so schwer zu sein. Kann ich da hoch? Ist das possible? Ach, ich habe doch keine Ahnung, Guys. Versuchen wir einfach mal irgendwie, hier durchzukommen. Ich glaube, mehr als die Handwerkskacke können wir eh nicht mehr machen. Ich glaube, ich will hier jetzt so schräg, ja. Dann dahin. Oder so Spider-Man-mäßig wieder schräg dahin. Oh, fuck, das war nicht schräg. Seht ihr, was ich meine? Das zackt ziemlich hart mit dem Stern. So, okay. So, ja, alles klar. Nein, nicht dahin. Ach, Goddammit. Ach, Geist, wir werden hier noch eine Weile sitzen, glaube ich. Toll, was mache ich denn jetzt? Einfach mal wieder dahin. Ja, genau. Das ist deswegen nach einer guten Idee, Timmy. Danke, danke. Danke für deine Unterstützung. Okay. Wenn ich jetzt so schräg, ja, dann komme ich direkt wieder dorthin. Aber das wäre doch gar nicht so übel, oder? Wir wollen dahin, meine ich. Und dann wollen wir. Komme ich dahin? So? Ja, ich glaube schon. Cool.
Okay, got it. Dude, oh, nicht ganz. Okay, ich habe mich gehört. So viel dazu. Aber jetzt schräg so. Okay. Dann dahin. Ich fände es echt cool, wenn diese Musik mal wieder neu anfangen würde, weil die war echt cool. Zur Wiedergabe das hinzufügen. Mal nochmal. Bitte. Okay. Jetzt. Okay. Dann wollen wir so hin. Und so schräg. So hin. Und dann können wir weiter. Okay, alles klar. Locker, Decker, locker. Easiest game of my life. Die Uhr lügt übrigens. Wir haben eine Stunde später. Oh, ich muss morgen früh raus. Das war eigentlich gar nicht so schlau, glaube ich, jetzt aufzunehmen. Aber egal, wir gönnen uns, Leute. Ich bin eh nicht müde. Das kommt erst morgen. So. 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 So schräg vielleicht? Nein, oh Gott. Das weiß ich nicht. Versuchen wir doch mal. So schräg dorthin. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Okay, das gute Gefühl hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wobei. Wenn ich jetzt vielleicht... Ach, ich meine, ich muss sowieso erstmal nach oben, oder? Gehen wir dahin. Hui, wenn wir schon mal gerade hier sind. Aber das hier läuft gut? Ja, ja. Läuft gut, der Karl läuft gut. Oh, ohne dieses Rätsel gelöst haben, kommen wir hier nicht weiter. Okay, cool. Aber wir müssen dorthin. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. I got this, Leute, I got this. Mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Ist auch besser für den Rücken. Und dann versuchen wir hier mal ein bisschen durchzukommen. Oh, scheiße, was habe ich getan? So schräg. Ach, Alter, komm, das war super schräg, ja? Das war so schräg wie ich selbst. Okay, guys, versuchen wir es nochmal neu. Zuerst zu dem Bad Boy. Dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Ja, okay, das sehe ich ein, dass das nicht schräg war. Ist okay. Ist okay, Spiel, ist okay. Dahin. Dahin. So vielleicht. Ja, ja, ja. Und dann. Ach, und dann dahin. Dahin. Und dahin, alles klar. Die Höhle ist halt echt lang, wa? Naja, was soll's. Jetzt müssen wir diese Löcher stopfen mit den Dingern. Kriegen wir, glaube ich, hin. Ach, fuck, ich wollte so schräg. Ach, egal. Okay, es gibt eh nur eine Möglichkeit, das Ding zu pushen. Also pushen wir es. Der Steinblock steckt scheinbar fest. Du kannst ihn nicht bewegen. Okay, sehr gut. Ich bin sehr impressed. Und der hier? Der ebenfalls. Du kannst ihn nicht bewegen. Ach, come on. Das können wir wohl erst später machen. Na schön. Dann, versuchen wir mal in die Höhle zu kommen. So vielleicht? Nee, warte. Scheiße. So viel zu den einfachen Rätseln. Okay, wartet. Ich muss ja irgendwie da dran. Kann ich nicht einfach... Ja, okay. Nein, warte mal, das war falsch. Ich muss... Oh, ich kann direkt dort lang. Okay, okay, okay. I see. Einfach von hier aus geradeaus und dann kommen wir da durch. Und ich mühe mich hier ab. Oh, kacke. Die Übergänge sind etwas anders als bei normalen Teleportern in diesem Spiel, meine ich. Na, gönnen wir uns nochmal die Höhlenmythologie. Die ist nämlich ziemlich passend für diesen Ort, finde ich. Oh, der Schrei des Hetes schallt durch die Höhle und bringt sie zum Beben. Jetzt können wir, glaube ich, die Dinger hier rumschieben. Aber wir haben nur festen Boden, aber nur, halt nur dort, wo wir festen Boden haben. Bedeutet, hier geht das jetzt zum Beispiel. So.
Dann hier, so können wir halt immer sehen, von wo wir das machen müssen, was sehr praktisch ist, finde ich. Das war übrigens ein Versehen, cool, der Kakool. Ah nein, oh, okay, fuck. Ja, dann machen wir erstmal den da. So, schieben wir den Bad Boy mal dorthin, okay. Und ja, der Yeti wird uns immer wieder zurückhauen. Ist ein richtiges Arschloch halt. Aber deshalb müssen wir auch zu diesem Höhleneingang dort kommen. Hui! Hauptsache ich schieb den Bad Boy mit. Ach, die Musik ist immer noch schön. Nein, ich wollte nicht. Ach Gott, damit. Ich habe einen Kollegen, den hat das halt immer sehr frustriert, dieses Spiel. diese Rätsel hier. Ach ja, das waren good times, Leute, das waren good times. Wo ich ihn immer ausgelacht habe, weil er so geraged hat. Ach Leute, Rage ist was super. Rage ist was super, Decker. Und Deutsch auch, Aslak. Vielleicht, manchmal. Wenn es nicht gerade von jemandem unterrichtet wird. Egal, ich, ja. Wie komme ich denn da jetzt hin? Moment. Fucking Rätsel. Wir können ja erstmal versuchen, den Bad Boy zu stürmen. Ah, easy. Machen wir einfach so. Genau, genau. Alles klar. Vielleicht können wir auch erst jetzt dort so richtig hin. Warte mal. Oh, so geht's natürlich auch. Okay, amazing. Simply amazing, Roxas. Ja, okay. I got this, Leute, I got this. Und jetzt schieben wir den Bad Boy hier. So, dann haben wir die Kacke rein, dann können wir oben lang und dann ist alles cool. Okay. Easy, locker. Locker, decker, easy. Locker, decker, easy, guys. Genau. Schade, dass man nicht einstellen kann, dass ich die Musik immer wiederholen soll. Weil ich finde die sehr, sehr schön. Habe ich aber schon mal gesagt. So 80 Mal. Hier wird das Rätsel schön vereinfacht. Finde ich gut. Das abonniere ich. Oh. Erstmal kratzen. Okay. Weiter. Bam, 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 bam. Ich muss sagen, RuneScape hat teilweise so schöne Musik. Das ist echt unglaublich, wenn man bedenkt, dass es einfach nur so ein kleines MMO ist. Also ein MMORPG. Aber es ist sehr komplex, finde ich. Mit den ganzen Fähigkeiten und so, es ist ziemlich cool. Eine ziemlich haarige, affige Kreatur. Okay. Wir gucken uns die Wand mal an. Ey, der schreit da rein, guck mal. Ja, jetzt mach das mal auch. Hey! Faggot! Hey! Die ganze Höhle bebt, als deine Stimme den Raum vergewaltigt. Durch den Raum schallt. Danke. Danke, Spiel, danke. Danke, danke. Ach, schade, dass wir hier nicht runterspringen können, wa? Das wäre cool. Ach, Moment. Hier ist ja noch dieser Kack. Mal sehen, welches Level wir dafür brauchen. Hier verbirgt sich bestimmt das verborgene Wissen, von dem Jack der Forscher gesprochen hat. Ich muss aber erst die Steine zu Jack dem Forscher bringen. Oh, okay. Oh, du brauchst Holzfällerei mindestens auf Stufe 80, um diese Wurzeln wegzuhacken. Alter, was sind das denn für Superwurzeln, wenn ich Level 80 dafür brauche? Richtig krass, Leute. Richtig krass. Richtig MLG Pro. Ja, einfach MLG Pro Wurzeln. Ich will hier mal nicht so schräg. Yeah, okay. Dann einfach nur noch geradeaus, dann habe ich diese geilen Steine. Tut mir leid, falls ihr schon die Nase voll von diesem Lied habt. Wir sind gleich fertig hier. Aufheben Steine. Sie sehen aus wie... Diese Steine sehen verdächtig aus. Ja, verdächtig nach... Enddarm-Ausscheidung.
nach Kot. Ach Gott, damit. Die ist irgendwie ein bisschen süß, ne? Kann man essen. Ich mag süß-sauer. Oh, ich hätte jetzt echt Lust auf Hähnchen süß-sauer. Boah. Mit geilen Reis und so. Oh, oh, jetzt habe ich Hunger. Ich hätte voll Bock da drauf. Ach, geiles Hähnchen süß-sauer jetzt. Oh, geil, Alter. Du. Ich hatte heute tatsächlich Hähnchen, aber leider kein Reis und kein süß-sauer. Das war Hähnchen in so einer geilen Marina. Oh Gott, damit. Ich sollte aufhören, über Essen zu reden. Ich mache euch auch hungrig. Tut mir leid. Böses Klo. Naja, wir kommen hier wahrscheinlich gleich raus. Warte mal, wie viele Räume hatte das Ding überhaupt? 5? 80? 30.000? Irgendwie so? Kommt das hin? 80.000. Okay, Leute. Wir einigen uns jetzt auf 80.000. Wenn ihr meint, 80.000. Okay. 80.000. Jetzt kommt so der kleine Timmy. Aber ich habe 5 gesagt! Timmy, hör mal zu, Schätzelein. Ja? Das geht hier nicht so, wie du es willst. Mensch. Was laber ich eigentlich schon wieder? Hauptsache, ich überbrücke diese Scheiße hier. ich meine, ja, Leute. Vielleicht roleplay ich auch danach ein bisschen. Wenn ich mit dem Part hier fertig bin. Darauf hätte ich nämlich auch mal wieder Lust. Wie lange haben wir jetzt eigentlich in dieser Höhle gesessen? Kann ich das mal bitte erfahren? 21 Minuten. 21 Minuten sitze ich hier, ja? Und löse verdammte Pokémon-Rätsel. Wie zum Fick habe ich jetzt gehackt? Oh, entschuldige die Wortwahl, aber... Habt ihr das gesehen, Guys? Was ist denn da passiert? Okay, meinetwegen. Hacken wir halt ein bisschen, ist okay. Ach, kacke, ich bin falsch gelaufen. Vor allem gelaufen, falsch geschlittert. Ich glaube jetzt so schräg. Und dann kommen wir da wieder raus. Ja, simply amazing. Okay. Das Rauskommen ist deutlich einfacher als das Reinkommen. Wie in Real Life. Oh, das hat er nicht gesagt. Ja. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, wäre eine Idee, wenn mir jetzt was einfallen würde, ne? Ha, Dialog, danke für deine Rettung. Hey Leute, da ist er! Sie haben recht! Was haben Sie da in Ihrer Tasche? Ich weiß! Was ist hier los? Reingelegt! Das ist ja lustig! Moment mal, wer sind Sie? Wir sind Schneebeule! Mein Kumpel Marius wurde aus einem neugierigen, habgierigen und insgesamt sehr nervigen Forscher ausgequetscht, als er auf RuneScape einen Auftrag erledigen wollte. Wir erteilen ihm eine Lektion, mit Schneeball legt man sich nicht an. Ich habe dem Forscher einen Bären aufgebunden, ich habe ihm was von wertvollen Schätzen hier im Schneeland erzählt. In Wirklichkeit sind diese Schätze aber einfach nur Yeti-Mist. Das ist also wirklich kacke. Igitt, ekelhaft. Im gefrorenen Zustand sind sie okay, aber warten Sie, bis sie aufgetaut sind. Ja, sowas Ekelhaftes haben sie noch nie gerochen. Aber sie selbst sind gar nicht so nervig, obwohl sie ihm helfen. Ja, naja, nein, danke. Darum haben wir ihnen die Wahrheit gesagt. Wir helfen ihnen auch die Steine. Was? Wir helfen ihnen auch mit den Steinen, damit sie nicht selbst das Stinken abfangen. Er stinkt so schon genug. Hey. Wir werden den Mist verzaubern, damit er erst schmilzt, wenn sie ihm jemanden anderen geben. Und damit das Teleportieren übersteht. Wenn sie sich herausteleportieren oder vorher die Steine verzaubern zu lassen, können sie sich am besten Fall nicht teleportieren. Im schlimmsten Fall verschwinden die Steine. Jedi Mist ist etwas merkwürdig. Ah ja, schon klar. Da bitte sehr, dem Forscher teilen wir eine Lektion. Okay, verzauberte Steine. Gut. Ja, ich würde sagen, wir helfen den süßen Schneebeulen einfach mal ein bisschen, ne? Ich meine, ein bisschen Kacke verzaubern und es dem Forscher in die Hand drücken, das klingt nach Spaß. Also, mal sehen. Oh, schöne Adamantrüstung, mein Schatz. Was kannst du denn sonst noch so? Ist ein guter Magier und ein ganz annehmbarer Fernkämpfer, cool. Wieso wir jetzt auch immer diesen Typen abchecken, aber hey, so eine Adamantrüstung, die begeistert mich schon, ja, also. Wow mit Pell. Gehen wir einfach zu dem Erforscher und geben ihm dem Shit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich weiß, ja, okay, ja.
Oh, hallo, willkommen zurück. Haben Sie die Steine gefunden? Ja, habe ich. Sehen Sie mal. Oh, die sehen faszinierend aus und eiskalt sind sie auch. Beim Streich der Kobolde mitspielen. Die sind gefroren, scheinen aber schon aufzutauen. Ach nein, erstaunlich. Mir fällt gerade auf, dass ich spät dran bin für eine wichtige Verabredung, ganz weit weg. Hatten Sie nicht von einer etwas von einer Belohnung gesagt? Aber natürlich. Hier, nehmen Sie diese alten Lampen. Ich werde sie jetzt... Was? Ich werde jetzt die Steine untersuchen, wenn sie wertvoll sind. Kann ich Ihnen vielleicht noch mehr geben? Ba-ba-ba-ba. Yeah, wir haben eine antike Lampe bekommen. Damit haben wir EP. Cool. Das packe ich mal in Verteidigung, weil Verteidigung zu leveln ist immer eine Qual. Yeah. Verteidigung. Handwerk Level Up. Hey, wir können jetzt einen Rubin und einen Rubinring machen. Oh, cool, cool, cool. Ich habe leider keine Rubine. Egal. Jetzt werden wir zuerst uns nach Phalalor teleportieren. Zu dem krassen Zylianischen Ritterorden, meine ich. Also der Schild ist da richtig hui, Leute, mit dem Roleplay. Oh Gott, bitte gib mir gleich irgendwie Musik im Spiel. Oh nee. Ich muss mal kurz auf den eigentlichen Schild wechseln. Falls ich das mal hier wieder gefangen hat. Musikfenster, so. Okay, Herbstreise. Ach ja. Sehr, sehr gechillt, Guys. Sehr, sehr gechillt. Okay, da sind ein paar Kollegen von mir, aber ich werde sie einfach eiskalt ignorieren, weil ich gerade aufnehme. So ein richtig dreckiger. Und ja, und werde einfach meine Quest durchziehen. Ist das auch ein Spieler? Ja, ne? Kenn ich den? Ne, kenn ich nicht, okay. Hallo, ich bin Sir Wilvins Knappe. Da Rollpen, die sie direkt zu Loran und so. Wollen Sie nicht lieber mein Knappe sein? Nein, tut mir leid, ich bin Sir Wilvin ergeben. Ach, komm schon. Ah ja, wir müssen nach seinem Leben fragen. Wie ist das Leben des Knappen denn so? Tja, Sir Wilvin ist ein guter Vorgesetzter, aber ich bin leider in Schwierigkeiten. Ich habe Sir Wilvins Schwert verloren. Wissen Sie, wo Sie es verloren haben? Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es mir wieder geholt, Sie Schlaumeier. Ja, wissen Sie denn ungefähr, wo Sie es verloren haben? Nein, ich habe es aus einem Bridge geholt, wo mein Herr es aufbewahrte. Es muss auf dem Weg aus meiner Tasche gefallen sein. Aber Sie wissen ja, wie die Leute heutzutage so sind. Irgendjemand hat es wahrscheinlich gefunden und behalten. Ich könnte dir ein neues Schwert besorgen. Danke für das Angebot, ich wäre aber sehr überrascht, wenn Sie das schaffen würden. Die Sache ist so, das Schwert ist ein Familienerbstück, es befindet sich seit 5 Generationen in Sir Wilvins Familie. Es wurde in Imkado, einem Zwergstamm, der besonders guten Schmiede ist, angefertigt. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Person ein solches Schwert herstellen könnte. Würden diese Zwerge denn noch so ein Schwert herstellen? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es den Imkado-Stamm überhaupt noch gibt. Ich denke mal, dass Areldo mehr darüber weiß. Sie könnten ihn in der Bibliothek von Varu finden. Er hat ziemlich viel über die verschiedenen Stämme von RuneScape geforscht. Sie würden nicht etwas so freundlich sein und versuchen, für mich die Imkado zu finden? Ich habe nur so viele Sachen zu erledigen. Okay, ich werde es versuchen. Vielen, vielen Dank. Wie ich gesagt habe, Sie sollten wahrscheinlich damit anfangen, Areldo zu besuchen. Gut, porten wir uns direkt zu Areldo. In Varg-Bibliothek hat der Boy gesagt. Okay, der Sound ist noch da. Amazing, simply amazing. Und ich hoffe, gleich kommt mal ein bisschen Musik hier wieder. Worüber reden die denn so? Verletzung auskurieren. Oh, ich war schon so oft in diesem Abteil, um meine Verletzung auskurieren zu lassen, Guys. Nicht mehr feierlich. Wie oft ich auf die Fresse bekommen hab. Ach, good stories. Egal. Die geile Mistalin-Stimme und 3, Alter. Wow, ich dachte kurz, das Spiel ist abgeschmiert. Das wäre super scheiße. Ach ja, Guys. Gehen wir direkt weiter.
gucken wir mal, ob wir nicht epische Wissen über den Inkado-Stamm oder wie der auch immer hieß, herausfinden können. Ich meine, ich weiß noch ungefähr, wo dieser Dude war, aber ich dachte, hey, wir können ja auch einfach mal der Storyline folgen des Abenteuers. Ja, kacke, wenn ich da jetzt einfach direkt rüberlatsche, oder? Hallo, Fremder! Was wissen Sie über die Inkado-Zwerge? Die Inkado-Zwerge. Ach ja, über viele Jahrhunderte waren die Inkado die besten Schmiede auf RuneScape. Sie haben geheimes Wissen über das Schmieden verwendet, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Leider wurde dieser einst so erfolgreiche Volk von ungefähr ein Jahrhundert bei einer Invasion der Barbaren ausgelöscht. Gibt es denn überhaupt noch Inkado? Ich glaube, ein paar haben überlebt, aber nach der Vernichtung ihres großen Teils ihrer Bevölkerung wurden es immer weniger. Ich erinnere mich daran, dass ein paar in Asganien leben, und zwar in der Nähe der Klippen im südlichen asganischen Halbinsel. Aber die bleiben lieber unter sich. Und die Leute verschweigen lieber, dass sie Nachkommen der Inkado sind. Darum denken viele Leute, dass die Inkado völlig ausgestorben sind. Sie haben vielleicht mehr Glück, mit ihnen in Kontakt zu treten, wenn sie ein paar Rotbeerkuchen mitnehmen. Sie haben echt eine Schwäche für Rotbeerkuchen. Rotbeerkuchen? Sag mir also nicht mal, wo ich den Shit finde, ha? Aber egal, ich hole auf jeden Fall ein paar Rotbeerkuchen und dann gehe ich zu dem Zwerg, wo ich meine, dass er es war. Dafür müssen wir aber erstmal nach Barok und ein paar Rotbeeren sammeln. Wie die Musik immer aufhört bei dem Teleport, ne? Unbelievable, guys. Unbelievable. Red ist ein süßer Boy, der hat uns gerade geholfen. Der erste mit den Rotbeerkuchen habe ich nämlich völlig vergessen. Keine Ahnung, wie viel wir machen. Wir machen einfach mal ein paar. Hier in der Nähe ist ja auch noch die Gilde der Küche. Die kann ich ja mit meinem Kochlevel bereits betreten. Aber ich müsste mal kurz zur Bank und meine Kochmütze rausholen. Naja, locker, Decker, locker. Machen wir mal eben. Hier mal sind Rotbeerbüsche da. Der Nähe von dem Bridge ist zwar auch einer, glaube ich, aber naja, brauchen wir erstmal nicht. Gönnen wir uns einfach mal ein bisschen Rotbeer. Ich meine, wir brauchen nur zwei oder einen Kuchen, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wir werden sehen, Guys, wir werden sehen. Wir gehen erstmal zur Bank und holen uns unsere geile Kochmütze ab. Okay, amazing, something amazing, Roxas. Oh, Leute, ich muss es einfach die ganze Zeit sagen in der Welt. Es tut mir völlig leid. Ja, völlig sogar. Völlig tut mir das leid, Guys. Völlig. Nicht völlig, sondern fällig. Völlig, fällig. Ach, ist auch egal, ist auch egal. Machen wir einfach weiter. Das Kusane, Alter, ist ein richtig sweeter Boy. Ah, verzeiht. Da ist meine geile Kochmütze. Bam! Sexy Level Up. Oder Sexy Peel Level Up, besser gesagt. Okay. Na 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 na. Hey, das ist Noob, cool. Das erkenne ich an der Noob-Kleidung. Wie ich erstmal voll ans Mikro gekommen bin. Es tut mir so leid. Naja, es geht. Nein, entschuldige, dass ich euch, euren Ohren, keine Ahnung, einen Tinnitus verpasst habe oder so. Ja, das macht Sinn. Fuck, wo laufe ich überhaupt hin? Ich meine, oh nein, wo laufe ich überhaupt hin? ich laufe hier völlig falsch, geil. Ich habe fast keine Ausdauer mehr, oh nein, gleich können wir nicht mehr rennen, dann müssen wir erstmal chillen. Gleich kann ich nicht mehr rennen, dann gehe ich erstmal chillen, Decker. In der Herr Kavier. Oh. Okay, Gott sei Dank ist da aber ein Musikant, da können wir ein bisschen ausruhen. Kann man ja mal machen, ist alles cool. Denn wenn wir den zuhören, dann geht's deutlich schneller mit dem Regeneration der Ausdauer. Aber es wird eine schöne Musik. Oh ja, Decker, oh ja, lecker Musik, oh. Ach ja. Ach komm, das soll genügen. Gehen wir. Ladevorgang. Durch den Ladevorgang gestolpert. So, wir brauchen natürlich für unseren coolen Kuchen erstmal Getreide. Da wir vier Beeren haben, würde ich sagen, wir holen uns auch vier Mehldinger. Vier Mehldinger. Vier Mehleinheiten. Und dafür brauchen wir selbstverständlich auch viermal Getreide. Da ist der Barbo-Koch, aber der interessiert uns eher weniger. Das Gute ist,
Die Gilde der Küche ist gleichzeitig eine Mühle, womit wir halt unseren Shit auch direkt verarbeiten können, was der Ton ist. Dun, dun, dun. Einfach da reinzuholen. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht in diesem Spiel. Also im Questlog. Ja, stimmt. Wo wir in Blutrope oder wie das hieß, diesen einen ekelhaften Kuchen machen mussten, um den Typen zum Kotzen zu bringen. Erinnert ihr euch noch? Good times. Ach ja. So, da brauche ich noch diesen sexy Topf hier. Den Shit brauche ich natürlich auch. Und die Schokolade nehme ich einfach aus Prinzip mit. Wobei, wir haben eigentlich keinen Platz. Ich muss mal kurz was fallen lassen. Ja, wir brauchen gleich 4 Plätze. Wartet mal. Okay. Haben wir das Mehl direkt zum Wasser zu einem Kuchenteig. Und das machen wir jetzt noch die restlichen Male. So viel Mehl, wie wir halt provoziert haben. Provoziert vor allem, produziert natürlich. Ach ja, Leute, wann nimmt man sich in einem epischen Abenteuer schon die Zeit und backt erstmal einen geilen Kuchen oder 4 Stück direkt? Ich sag euch die Antwort, zu selten. Zu selten macht man einen schönen Kuchen. Ach ja. Dun, 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 dun. Denken wir das mal auch eben hin. Ja, ich habe ein paar Fische mitgenommen, weil ich meine, dass wir halt später kämpfen müssen ein bisschen. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Wir werden sehen. Wir nehmen auf jeden Fall den geilen Hecht mal mit. Ja, leeren Topf können wir wegwerfen. Völlig egal, braucht keinen Arsch. Haben wir das noch da rein? Das noch da rein? Und ich hätte gerne Musikspiel. Meine Phrase, heilige Kacke. Wieso ist das denn so schwer? Okay. Ah, haben wir wieder Dorfleben erwischt. Alles klar. Ja, ich meine, hier gibt es noch mehr Kuchenfarmen, oder? Apfelkuchen können wir theoretisch auch machen, klar, aber da sind jetzt den Typ mit den Rotbeerkuchen gegeben, also mache ich mal sexy Rotbeerkuchen. Vergiss das. 2 Rotbeerkuchen werden schon reichen, meine ich. Nehmen wir uns lieber die schöne sexy Schokolade mit, weil ich die später brauchen werde, um Torten zu machen. Aber das ist etwas, das gehört eigentlich nicht in den Questlog. Wir werden für keine Quest eine Torte brauchen, glaube ich. Wohl, wer weiß. Wir werden sehen. Yay, geilen Kuchen. Diesmal nicht so ekelhaft wie der andere damals. Ihr wisst schon. In Travelay. Hieß doch Travelay, oder? Ja. Gut, ich meine nämlich, wir müssen nach Port Sarim. Und dort gehen wir dann einfach die Küste entlang. Und dann sehen wir eine kleine Hütte mit einem Zwerg. Und ich meine, das war der Typ. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Wir werden sehen. Ich hätte gern. Ja, danke. Die sexy Pozzeri-Mucke. Ba ba ba, ba 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 ba. Oh, die Musik geht. Oh nein, ich dachte schon, die ist schon vorbei. Ja, da da da. Na, da 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 da. Botin von Seren. Okay. Was auch immer. Ba ba da ba. Oh, hier kann man angeln. Was kann man nicht alles fischen? Ich glaube, das ist das Meer, oder? Das bedeutet, man kann hier bestimmt Hummer und sowas kriegen. Okay, cool. Hier ist, glaube ich, der Bad Boy. Etwas anderes fragen. Sind Sie ein Mikado-Zwerg? Schön, wir die Mütze noch aufhaben. Und wenn, was geht Sie das an? Wollen Sie etwas Rotbeerkuchen? Du siehst das Funkeln in Turgos Augen. Zu einem Rotbeerkuchen sag ich einfach nicht kann ich einfach nicht nein sagen. Echt gutes Zeug. Du gibst Togal den Kuchen und er schlingt ihn in sich hinein. Togal lächelt, tätschelt seinen Bauch. Bei Guff, bei Gotex. Ja, ist ein guter Kuchen. Jeder, der solche Kuchen zubereiten kann, muss einfach in Ordnung sein. Ja, mein Schatz, ich weiß. Können Sie mir ein spezielles Schwert für mich anfertigen? Nun, nachdem Sie euer Lieblingsessen gebracht haben, kann ich schwer nein sagen. Und was für ein Schwert handelt es sich denn? Ich brauche ein Schwert für einen Ritter aus Falador. Er hatte eins, das seit Generationen in seiner Familie war, aber sein Knapper hat es verloren. Also brauchen wir ein identisches, um das alte zu ersetzen.
Ein Schwert für einen Ritter. Ja, ich werde aber genau wissen müssen, wie es aussieht, bevor ich es anfertigen kann. Jeder Ritter aus Falador hat ein Schwert mit einem einzigartigen Design, das seine Stellung kennzeichnet. Können Sie mir ein Bild davon besorgen? Ich werde den Knappen fragen und versuchen, eins davon zu besorgen. Also wieder zurück nach Falador. Hype! Falador hier. Ich finde es schade, dass die Musik aufhört beim Teleportieren. Ich muss mal gucken, ob ich das in den Einstellungen irgendwie umändern kann. Hey, die Porzellan-Musik, die war echt smexy. Die fand ich immer cool. Guck mal, da ist Illustrial. Ist auch ein Roleplayer, ist ein süßer Boy. Merkt man, dass er lila auf der Karte ist. Das bedeutet, wir sind im gleichen Freundesstadt. Ja, richtig zum Knappen. Oh nein, Xalion lockt sich aus. Mein bester Freund Xalion. Boah, die hängt hier aber echt krass rum. Die hängt hier immer rum. Die Geist. Finde ich gut. Finde ich gut. Man weiß immer, wo man die findet, ja? Wie läuft die Suche nach dem Ersatz für das Schwert? Ich habe einen Kardozwerg getroffen, aber er braucht ein Bild von einem Schwert, bevor er es anfertigen kann. Ein Bild? Das Einzige, was einfällt, ist das Bild von Wilverins Vater. Sir Wilverin bewahrt das in einem Schrank oben im Schloss auf. Okay, ich werde versuchen, in das Bild reinzukommen. Bitte lassen Sie sich nicht erwischen. Sir Wilverin darf auf keinen Fall herausfinden, was passiert ist. Okay. Easy, Decker, easy. Ich weiß gar nicht, wo lang wir müssen. Ich gehe einfach mal da lang. Ob oben auch irgendwelche Roleplayer sind? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Denn, ja, Leute, hier die Burg in Falador ist eigentlich unter den Roleplayern die Basis schlechthin. Weil hier ist der Zylianidorden oder wie der hieß. Oder allgemein Albion. Oder Albion? Albion? Ich glaube Albion nach der Welt aus Fable. Egal, ich weiß es nicht. Hallo. Ich grüße Sie, Reisender. Kann ich Sie eine Minute in Anspruch nehmen? Die Person da drüben würde mal schnell was erledigen, während Sie abgelenkt sind. Wie? Ich verstehe nicht ganz. Wollen Sie den weißen Rittern beitreten? Nö, ich will Sie nur ablenken. Sie sind sehr seltsam. Kann ich Sie dann weiter ablenken? Ich glaube nicht, dass ich noch länger mit Ihnen reden will. Okay, mein Werk ist hier vollbracht. Auf Wiedersehen. Ist er jetzt abgelenkt? Ach, keine Ahnung. Gönnen wir uns einfach die Scheiße hier. Du wirst ein kleines Bild, das du mitnimmst. Okay. Schließen wir mal den Schrank. Nein, nein, der hat nichts gesehen. Nein, nein. Zurück nach Putzerim. Zum Barbo-Zwerg. Dahin. Ach ja. Ich meine, es gibt eine Höhle, wo wir dann später hin müssen, um das Erz zu holen. Und dort sind, glaube ich, Eiskrieger oder so. Und ich würde gerne ein paar umbringen. Einfach nur, um zu sehen, wie viele Pedi geben. Vielleicht lohnt es sich für mich später dort zu trainieren. Aber die sind, glaube ich, Level 80 oder sowas. Oder Level 56 oder irgendwie sowas. Deshalb habe ich halt etwas Essen mitgenommen. Etwas, ganz inventarvoll. Aber scheinbar brauchten wir nur einen Kuchen, ne? Das ist gut zu wissen. Ja, den anderen roten Kuchen können wir eigentlich verscheuern oder was weiß ich, wegschmeißen. Ist eigentlich völlig egal. Ich werde den wahrscheinlich nicht benutzen. Oder wir essen den einfach im Kampf gleich. Wegen dieses Schwertes. Ich habe ein Bild von dem Schwert gefunden, welches ich anfertigen lassen will. Du gibst das Bild den Typen. Alles klar. Sie werden mir ein paar Materialien besorgen müssen. Ich werde zwei Eisenbarren brauchen, um das Schwert anzufertigen. Ich werde auch ein Erz brauchen, das sich Blurit nennt. Es ist sehr weich und eignet sich für Kampfwaffen. Aber ich werde es für die Verzierung am Griff brauchen. Also es eignet sich nicht für Kampfwaffen. Ich kenne nur einen einzigen Ort, wo man dieses Erz gibt. Und das sind diese Klippen. Aber das Erz ist von sehr mächtigen Eisriesen bewacht. Die weichen Steine da unten sind ziemlich nutzlos und erhalten überhaupt keine Erze. Aber ich bin mir sicher, dass es noch irgendwo Blurit gibt. Sie werden etwas Erfahrung im Bergbau brauchen, um das Erz zu finden. Okay, ich werde Ihnen die Materialien besorgen. Warte, was hat er gesagt? Wie viel braucht er? Ich will nämlich gerne mal was gucken. Zwei Eisenbarren und etwas Fluoriderz. Etwas Fluoriderz. Ich glaube, das ist einfach nur eine Einheit oder so. Okay, dann ziehen wir uns mal unseren Helm an. Und machen uns bereit zu kämpfen. Ich mache einfach das Inventar voll mit Fluoriderz. Mal sehen, wie viel das bringt. Denn es gab damals einen coolen Trick, den ich euch zeigen möchte. Okay, das sind einfach nur irgendwelche Vergiss, die hier leben.
können ja nichts. Die lassen uns sogar in Ruhe, weil sie Angst vor uns haben, weil wir so krass sind. Hier sind Piraten. Bin ich hier richtig? Bin mir gerade nicht sicher. Rang wir erstmal diesen Piraten. Weiß auch nicht warum. Einfach so. Aus Spaß. Einfach töten aus Spaß, Guys. Das hat mich Undertale gelehrt. Nein, eigentlich nicht. Wrecked Scump. Ja, da kommt ja direkt der Nächste. Aber ich würde schon sagen, gibt es keine EP? 68 EP. Ja, dafür, dass die so scheiße sind, ist das ganz okay, glaube ich. Na, nehmen wir erstmal uns einen Kram mit. Ba-ba-da-dam. Yay, Level Up in dem Shit. Sehr gut. Ja, begraben wir die Scumps mal eben. Ich habe Bock, gegen jeden einzelnen fucking Piraten hier zu kämpfen. Da ist ein bisschen Gold, aber es interessiert uns weniger. Oh, die sind neu. Das sind Robocopies? Die sahen früher ganz anders aus, Alter. Alter, da kann ich schwör. Die sind jetzt schon süß, ne? Das sind krasse Eiskrieger. Ich würde gerne einen töten. Komm her, Scump. Mal sehen, wie viel mir die geben. Der krass. An EP meine ich natürlich. Fick dich, du Eiskrieger. Ich meine, dort ist Bluriterz. Ja. Stein mit Bluriterz, der K. Wie gesagt, ich nehme einfach ein Inventar voll mit uns. Guck mal. Dann werde ich einfach das, was wir nicht mehr brauchen, wegschmeißen. Weil ich glaube, sonst kann man mit Bluriterz nichts machen, oder? Ich meine, man konnte auch damit Armbrustbolzen machen, oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ach, werden wir sehen. Get Wrecked Scump. Gibt der, ja, der gibt ganz gute EP eigentlich. Und Eisenerz. Okay, Zertifikat für Eisenerz, super. Kann ich gebrauchen. Durchaus. Ausgang, okay. Müssen wir uns mal gleich angucken. Ja, also 4 Blurit-Dinger werden schon reichen, glaube ich. Geile Eisriesen, aber die haben auch nicht so viel drauf. Tönen wir mal einen Eisriesen und gucken, wie viele PDR gibt. Ich bin gerade neugierig. Die Eiskrieger lohnen sich auf jeden Fall. Würde ich meinen. Die Piraten auch. Also ich könnte hier leveln eigentlich. Demnächst. Aber die Eisriesen weiß ich nicht. Ja, und wie wir sehen, das dauert super lange, bis das erste Mal wieder nachkommt. Bis es wieder ja, macht da nicht so viel, ne? Fick dich! Irgendwie klappte meine Kürzel nicht so ganz, wie ich es wollte. Erstmal reintreten in das Eis. Das ist eine gute Idee. Natürlich würde Feuer sehr effektiv auf den Dude sein, aber da ich meine Magieausrüstung gerade nicht dabei habe, bringt uns diese Information nicht sonderlich viel. Da gibt es eigentlich Feuer-Nahkampfwaffen oder Feuer-Fernkampfwaffen? Ich meine, so Feuerpfeile könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Falls ihr das wisst, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube aber eher, dass das nur für Mitglieder wäre. Aber ich weiß nicht. Ja, 180 HP, ne? Vereist den Eisigen! Ja, ist ja süß gesagt. Gönnen wir uns mal den Krampf hier. Ja, kämpfe ich jetzt noch gegen den Typen? Na, wir wollen hier eigentlich so schnell wie möglich weg, ne? Seien wir mal ehrlich, Guys. Seien wir mal ehrlich. Jetzt nehmen wir uns den Kack hier nochmal. Oh Gott, ist der nervig. Ach gut, dann töten wir den Bad Boy noch. Heilen wir uns halt ein bisschen. Fucking Eiskrieger, Alter. Geht mir voll auf den Sack. Ach, obwohl, haben wir das abgebaut gerade? Ja, wir haben 4 Eisdinger. Ja, okay, dann können wir eigentlich auch wegrennen. Ist eigentlich völlig egal. Ausganghürde, da will ich rein. Nur mit deiner in einer Mitgliederwelt. Okay. Wir teleportieren uns mal... Ja, ich bin nicht mehr am Kämpfen, mein Schatz. Wir teleportieren uns mal... Nee, du lässt mich schön in Ruhe, Schatzi. Oh Gott, dammit. Okay, den bringe ich noch um, Leute. Der geht mir gerade voll auf den Sack. Fick dich, Eiskrieger. Scump. Dann porten wir uns erstmal weg. Wir teleportieren uns dann... Wo teleportieren wir uns denn hin? Ja, gut. Ahornscheite, ja cool, der Krakul. Was auch immer, waren das früher Menschen oder wieso haben die so diesen Shit? Ach, keine Ahnung. Ich will nach Draenor. Ich weiß gar nicht, ob ich Ahorn bereits nutzen kann. Wir werden uns einfach Ahornscheiten daraus machen, aber ich glaube nicht, dass ich sie schon wegbrennen kann. Wir können das ja mal probieren. Wobei, ich kann auch einfach nachgucken, dann werfe ich den Scheiß einfach weg. Ahornscheite mit Level 45, okay, das ist also nutzlos für uns. Im Moment jedenfalls. Ich habe auch keine Lust, das zu bunkern, diese 2 Scheite. Kann man auch lassen und ich laufe übrigens falsch, cool. Ich bin so stolz auf mich selbst.
Ja, das Essen brauchen wir nicht mehr, kann ich auch wegräumen. Genauso wie die Kochmütze. Das können wir aber uns aber noch gönnen, den Shit hier. Ich weiß nicht. Ich wollte diesen Kuchen essen, ich weiß auch nicht. Es war mir ein Verlangen, okay? Dann. Ach, die Musik ist so gechillt. So, ich habe hier noch einiges an Erz. Legen wir das mal weg. Das legen wir weg, das legen wir weg, das legen wir weg. Amazing, something amazing. Und dann gehen wir uns mal ein paar geile Barren. Ja, komm, 6 Stück sollten passen, oder? Warte mal, ich brauche mindestens 8. Weil ich Eisenmeister habe, den Perk, bedeutet, es ist eine 50%ige Chance, dass ich ein Eisen halt verbrenne. Und da ich 4 Barren haben will, sollte das doch eigentlich passen, oder? Wobei, ist ja 50% immer bei einem Eisenerz. Ja, wir werden sehen, Guys, wir werden sehen. Boah, das muss heißen, dass... Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht habe ich auch gerade eine riesige Logiklücke, weil irgendwie kommt mir das nicht so ganz koscher vor, dieser Gedankengang. Ach, was soll's. Wir werden auf jeden Fall ein paar Eisenbarren rausbekommen. Vielleicht sogar genug für den Shit. Alles klar. Schmelzen wir einfach, bis wir 4 Stück haben. Weil sonst hätte ich das Eisen gern für Stahl. Aufhören! Okay. So, mal nochmal einen Double-Check machen, ob das passt. Etwas Blurid, R und 2 Eisenbarren. Ja, das wird passen. Okay. Ab nach Porzellum. Damals ging nämlich ein ziemlich cooler Trick. Da konnte man dieses Schwert quasi zweimal machen und das eine gibt man halt weg. Und das andere kann man behalten für Swag-Gründe. Obwohl das eigentlich ganz schön schlecht war, aber hey. Es ist nicht so wichtig. Wir wollen nach Süden, genau. Ach, ich liebe diese Porzellum-Musik, die ist super. Ja, Guys. Jetzt gehen wir den Shit ab, gehen zum Knappen und ich glaube, da sind wir schon fertig. Wegen dieses Schwertes. Haben Sie euer Material für das Schwert schon gefunden? Ja, hier habe ich sie. Er macht daraus ein Schwert. Vielen Dank. Kein Problem, Decker. So, jetzt können wir das fallen lassen. Genau, das geht sogar noch. Können wir nochmal wegen diesem Schwert tragen. Und ja, jetzt haben wir uns dieses Schwert zweimal craften lassen. Ihr seht, das ist super schlecht. Es macht 12 Schaden. Das ist halt gar nichts. Ja. Sieht aber irgendwie ziemlich cool aus, wie ich finde. Ne? Muss man schon sagen. Unsere Mithrila-Axt macht einfach 447 Schaden im Vergleich so. Ach, Guys. Egal. Aber ich auf jeden Fall so ein Schwert. Ich glaube, ich werde es im Roleplay benutzen, weil es ziemlich cool ist, muss man schon sagen. Und ja, wir werden jetzt... Ja, das Erz können wir eigentlich fallen lassen, daraus können wir eh nichts mehr machen. Aber wir werden jetzt zu Falador gehen und das schöne Schwert abgeben. Yay. Wie gesagt, eins würde ich gern behalten. Ja, wenigstens ist es schnell, dafür, dass es so kacke ist. Ja, okay, um fair zu sein, kann man das Schwert, glaube ich, auch... Obwohl, es gibt Bronzewaffen, die stärker sind. Ich wollte gerade sagen, um fair zu sein, das kann man schon, glaube ich, auch mit Level 1 tragen. Aber, Alter, Bronzewaffen kannst du auch mit Level 1 tragen und die sind deutlich besser. Oder? Wie stark waren denn nochmal diese Bronzewaffen? Ich meine, selbst ein Bronze-Dolch wäre stärker als solche Schwerter. Ah, was soll's, doch egal. Ich habe das Schwert anfertigen lassen. Danke, danke, danke. Ich hatte echt Angst, dass ich so will, wenn alles hätte gestehen müssen. Da gibt's die Knappe das Schwert. Yay, voll viele Pain-Schmieden, geil. Da krieg ich sogar mit dem High-Level ein Schmied-Level ab. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute mit RuneScape Questlog. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaltet auch demnächst wieder ein. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam pennen. Bis dann, Leute. Ciao.